Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute, wie ihr am Titel ja erkennen könnt, ist Sensi Time. Und ja, ich habe jetzt vor, ja eigentlich schon letzten Monat, meine Clubbestellung bekommen. Meine dreimonatige Clubbestellung, die ich aber einen Monat ausgesetzt habe. Also eigentlich ist es quasi meine sechsmonatige Clubbestellung. Und ja, weil ich da aber jetzt den letzten Monat leider nicht dazu gekommen bin, dachte ich mir, zeige ich euch das jetzt einfach mal, was ich so in meinem dreimonatigen Club drin habe bzw. hatte. Weil ich habe mittlerweile auch schon wieder ein bisschen was rausgeschmissen. Ich habe ja zwei Clubs. Ich weiß ja nicht, wie ihr das handhabt, aber ich habe zwei Clubs. Also ich habe einen Drei-Monats-Club. Da sind wirklich so die Sachen drin, die ja wahrscheinlich niemals mich verlassen werden. Und dann gibt es noch einen zweimonatigen Club. Da lege ich dann immer so Sachen rein wie Bring Back My Bars oder wenn eine neue Sommerkollektion kommt und ich jetzt nicht über Eva bestelle, sondern oh, eine Spinne. Oh mein Gott, wo kommt die denn jetzt her? Was mache ich denn jetzt? Oh, sorry, jetzt bin ich ganz aus dem Konzept gekommen, weil oh, Spinnen und ich, keine gute Kombi. Ich habe sie durch die Haustür begleitet nach draußen. Und ja, soll sie draußen ihr Leben leben, ne? Übrigens, sorry, dass ich so ein bisschen, ich sehe irgendwie ein bisschen glänzend aus, oder? Es liegt daran, dass es heute ziemlich warm ist. Ausnahmsweise mal, also bei uns hier in Ostfriesland ist es ja nicht so oft warm. Also, ja, da wo sich viele beschweren sozusagen, dass es so warm in Deutschland ist, ne? Da kann ich mich leider nicht anschließen, weil ich kann froh sein, dass wir jetzt überhaupt mal warmes Wetter haben. Ne? Also bei uns ist es echt, wir hatten so oft jetzt Regenwetter, auch das Wochenende richtig regnerisch. Und heute ist das erste Mal wieder seit einer Woche, glaube ich, oder über einer Woche, dass wir mal wieder ja, warmes Wetter haben. Ne? Also wir haben jetzt heute 26 Grad. Deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen glänze. Ich habe mich jetzt nicht nochmal abgepudert, sorry. Genau, naja, jedenfalls kam meine Clubbestellung und es kam auch eine Wolfbox mit der Clubbestellung. Ich hatte mir die noch mit reingelegt. Und die Bring Back My Bars vom Sommer und die vom Winter. Oh mein Gott, so ein halbes Jahr später, ne, sind sie dann auch bei mir angekommen. Ja, aber wie gesagt, ich hatte den dreimonatigen Club halt einmal übersprungen, sodass er halt erst nach 6 Monaten kam. Ne? Und deswegen waren da halt noch die ganzen Winterdüfte drin. Ja. Idees ohne Idees. Jedenfalls, ja, falls es euch interessiert, was ich in meiner Whiffbox hatte, also es war ja diese Summerbox, ne, wo verschiedene, also wo jeder irgendwie was anderes bekommen hat, habe ich jetzt so mitbekommen und deswegen, ich hatte auch gesehen bei Jessie zum Beispiel, dass sie was ganz anderes bekommen hatte als ich. Also deswegen zeige ich jetzt im Schnelldurchlauf ganz kurz, was ich hatte. Also ich hatte auch den mintfarbenen Ventilator. Dann hatte ich als Pots den Feeling Punchy. Das war ja auch, ich glaube, da hat jeder irgendwie was anderes bekommen. Ne? Also ich habe den Feeling Punchy bekommen. Und ich mag den ja total gerne. Ne? Also ich finde den total toll. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich den bekommen habe. Als Sandpack hatte ich den Paradise Punch. Ich finde, vom Namen her ähneln die sich irgendwie auch alle. Ne? Also so Punchy, Punch. Aber es ist nicht der gleiche Duft. Genau, und dann hatte ich als Sand Circle den Island Hopping. Und genau, da gab es ja noch die, diese Ananasdüfte, ne? Die habe ich hier auch irgendwo. Moment. Genau, den Pina Colada Chacha und der, ah ne, der ist das gar nicht. und der, genau, der Pineapple Packer. Genau, die zwei hatte ich noch drin. Hatten wir noch irgendwas drin? Was hatten wir denn noch drin? Wir hatten den Ventilator, die Pots. Ich habe hier noch einen Sandsorge von Luna. Ich glaube, den hat mir Eva geschenkt. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich bin ja immer, ich kann mir Sachen immer nicht so gut merken. Ne? Das ist echt so ein bisschen, ich muss eigentlich, glaube ich, mal so ein bisschen Gehirnjogging machen, weil, also ich habe das auch total oft im Alltag oder so, dass ich voll oft Sachen einfach vergesse. Also jetzt nicht so Alzheimer-mäßig vergesse, sondern, keine Ahnung, also wenn etwas, sage ich mal, länger als eine Woche zurückliegt, dann vergesse ich das einfach alles. So, also versteht ihr? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das irgendwie mit Gehirnjogging so ein bisschen in den Griff bekommen kann oder so, aber ich glaube, ich müsste sowas irgendwie mal machen. Weil ich, ja, wie gesagt, also auch so Sachen, wie zum Beispiel jetzt was in der Wolfbox war oder so, sowas kann ich mir gar nicht merken oder mich dran erinnern oder so. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Ist das normal? Keine Ahnung. Es gibt ja so Leute, die können sich
erinnern, was sie vor 2 Wochen, also was sie letzte Woche, nee, vorletzte Woche Mittwoch zum Mittag gegessen haben oder so, ne? Also sowas kann ich zum Beispiel gar nicht. Deswegen, ich finde das immer, um jetzt nochmal kurz auf mein Lieblingsthema, Johnny Depp zu kommen. Deswegen finde ich das auch immer so krass, wenn du zum Beispiel bei so einer Gerichtsverhandlung bist, ne? Und dann fragen die dich irgendwie, ja, was hast du am 5. August 2016 gemacht? Und ich denke mir so, also woher soll ich das denn bitte wissen? Also dann auch immer so mit richtig so mit Zeitangaben und so, ne? Ja, um 9:30 Uhr habe ich meinen Freund abgeholt, ja, und um 10 Uhr haben wir uns eine Pizza geholt und er war ungefähr 2 Stunden da und also sowas. Also ich wäre, glaube ich, die schlechteste Zeugin, wenn es mal, oder ne, wenn ich mal irgendwie zu so einer Gerichtsverhandlung müsste, weil ich kann mich einfach an solche Sachen überhaupt nicht erinnern. Also, ja, ich weiß nicht, wie die Menschen das machen, ne, aber ich kann das nicht. Ich bin da so krass schlecht drin, mich an Sachen zu erinnern. Also klar, so Sachen, die wichtig sind, ne, zum Beispiel unsere Hochzeit oder die Geburt meiner Tochter oder so, ja, sowas, an sowas erinnere ich mich natürlich, ne? Ich meine, gerade so eine Geburt, die vergisst man ja nicht einfach so, aber ja, ich weiß nicht, so alltägliche Sachen irgendwie, das könnte ich mir niemals irgendwie so über Wochen oder geschweige denn Jahre irgendwie merken. Also keine Ahnung. Ich finde das einfach krass, wenn Leute das können. Also ich kann das nicht. Keine Ahnung, ob das irgendwie genetisch bedingt ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich müsste, glaube ich, mal ein bisschen Gehirnjogging machen. Vielleicht weiß das ja einer von euch, ob das was bringt, wenn man Gehirnjogging macht. Naja, wie dem auch sei, bin ich da schon wieder drauf gekommen. Keine Ahnung. Ja, naja, jedenfalls, genau, die Wolfbox. Ja, wegen der Wolfbox bin ich da drauf gekommen. Genau, das hatte ich drin. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, was da noch drin war. Eine Fragrance Flower war noch drin, oder? Ja, stimmt. Die steht da. Ich hatte die Coastal Sunset, glaube ich, als Fragrance Flower. Genau. Weiß ich auch nur, weil ich sie vorhin in der Hand hatte. Sonst wäre ich da jetzt niemals drauf gekommen, welche das nochmal war. Also ja, die Coastal Sunset, genau. Hatte ich als Fragrance Flower. Genau. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los, ne, mit den Bars. Weil so viel anderes habe ich jetzt gar nicht zu zeigen von Sensi, außer das und ja. Oder ich gucke noch mal so in die Runde. Nee, ich glaube, das war's, ne? Genau, also was ich im dreimonatigen Club jetzt drin hatte, war, fangen wir mal an, also einmal der Cherry Vanilla. Das ist ein Duft, den habe ich im Club. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum hast du so einen, ja, so einen, ja, wie sagt man, so unbesonderen, also nicht besonderen Duft im Club. Ganz einfach, weil ich liebe Kirschdüfte und ich liebe Vanilledüfte. Und ich finde, das ist einfach ein Duft, der geht bei mir immer. Also, ich meine, es kommt jetzt nicht so oft vor, dass ich nicht weiß, was ich düfteln soll. Aber wenn ich mal nicht weiß, was ich düfteln sollte, würde ich immer auf sowas zurückgreifen, weil Cherry Vanilla ist, wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Duft, den ich immer benutzen würde, wenn ich nicht weiß, was ich düfteln soll. So, versteht ihr? Genau, deswegen mag ich den sehr gerne und er ist im Club, ist auch weiterhin im Club. Ich habe ihn nicht rausgeschmissen. Hier kommen nämlich gleich noch welche, die habe ich mittlerweile schon wieder rausgeschmissen. Ich hatte meinen Club radikal, also wirklich richtig radikal reduziert. Also, richtig radikal reduziert. ich hatte einen Club, der war über 200 Euro, der 3-Monats-Club. Und ich habe die ganzen Bring Back My Bars, ich habe fast alles rausgeschmissen. Ich habe jetzt, glaube ich, nur noch 5 oder 6, ich bin mir gar nicht sicher, 5 oder 6 oder 7 Bars im Club. Also ich bin im Moment unter 100 Euro, was schon echt, da bin ich schon stolz auf mich, ne? Also ja, ich musste echt radikal rausschmeißen, ne? Weil ich habe mir da wirklich so Gedanken gemacht, ne? Brauchst du den Duft wirklich oder willst du ihn einfach nur haben, um ihn zu haben? So, versteht ihr? Und da bin ich so ein bisschen in mich gegangen, ne? Also hier, das nervt mich voll, ne? Dass das hier so absteht, naja. Naja, jedenfalls habe ich dann halt überlegt, ne, brauchst du diesen Duft wirklich oder willst du ihn einfach nur haben, weil du Angst hast, so ne, Fear of Missing Out, dass du den dann irgendwann nicht mehr hast, ne, habe ich so ein bisschen überlegt und ne, hin und her. Genau, und deswegen sind es jetzt nur noch, wie gesagt, ich weiß nicht, noch 5, 6, 7 Düfte in meinem Club. Oh mein Gott! Genau, also Duft Nummer 2, der auch weiterhin im Club residieren darf bei mir, ist der Vitamin Relax. Das ist einfach, wie ich finde, ein super, 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 super schöner
Duft. Da hat Sensi echt geschafft. Hat Sensi es echt geschafft, mein Herz zu erobern mit so einem tollen Duft. Der geht ja, wie jetzt schon so oft gesagt wurde, in so eine Richtung von Autumn Romance oder auch so ein bisschen Baby It's Cold Outside, also von Goose Creek und Village Candle. Ach, nicht Village, Country Candle, genau. Und ja, ich finde, weil der halt in so eine Richtung geht, finde ich den so schön, dass ich den gerne im Club behalten möchte. Und ich habe jetzt halt nur noch diesen Bar hier, weil ich hatte einen Bar hier, den habe ich dann aber Caro vermacht. Und ja, weil der Club ja jetzt erst 6 Monate später wieder kam, war ich halt, ja, keine Ahnung, 5 Monate oder so ohne diesen Duft. Ja, deswegen darf er natürlich noch ein paar Runden drehen, weil ich ja jetzt gar keinen Bar mehr hier hatte. Ne? Also das ist jetzt der erste Bar, den ich jetzt wieder hier habe. Genau, dann habe ich in meinem Club auch weiterhin im Club der Black Cherry Bourbon. Und ja, falls ihr es noch nicht wisst, also ich stehe total auf Kirschdüfte. Und ich finde, der hier, der hat, finde ich, auch gar nicht unbedingt jetzt eine Bourbon-Note. Also ich rieche da jetzt nicht explizit was Alkoholisches. Aber der hat, ich finde, der hat einfach so eine richtig dunkle, süße Kirschnote, die mir einfach so gut gefällt. Ja, deswegen, der darf auf jeden Fall noch bei mir bleiben. Black Cherry Bourbon mag ich sehr gerne. War auch ein Bring Back My Bar aus dem Winter. Genau, dann wird darf natürlich nicht fehlen. Stargazing. Ich habe auch irgendwo letztens, ich weiß gar nicht, gelesen oder gehört, dass der Stargazing wiederkommen soll. Vielleicht ist er auch schon wiedergekommen. Ich habe es ja nicht mitbekommen. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe irgendwo gelesen, dass der wiederkommen soll. Ja, es ist einfach. Ich weiß gar nicht, wie viele Bars ich jetzt von dem Duft eigentlich zu Hause habe. Ich glaube 9 immer noch. Weil es kommt ja immer wieder einer nach. Ne? Deswegen, also wenn ich gerade einen leer bekomme, kommt auch schon wieder der nächste. Ja, es ist für mich einfach der ultimative Schlafzimmerduft. Ich liebe, 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 liebe Stargazing. Stargazing ist auch mit Vitamin R zusammen, würde ich sagen, mein allerliebster Sensi-Duft. Also der Vitamin R und der Sweet Plum Pastry. Genau, aber der ist ja auch nicht mehr zu haben, leider. Genau, dann habe ich im Club gehabt, den habe ich rausgekickt jetzt, den Would You Like a Hug. Und den habe ich rausgekickt, weil ich mittlerweile, ich glaube, 4 oder 5 Bars davon habe. Weil voll viele, das heißt voll viele, aber ich habe jetzt letztens in einem Tauschpaket wieder ein Bar bekommen. Und ja, ich selber hatte halt auch noch welche zu Hause. Also ich finde den Duft nach wie vor sehr schön. Aber ich brauche halt auch nicht so krass viel davon. Ne? Also die Bars, die ich jetzt habe, die reichen mir dann auch. Deswegen ja, habe ich ihn jetzt nicht nochmal im Club gelassen. Ne? Aber der wiederum ist noch im Club. Mal gucken, wie lange noch. Der geliebte Dumbo, der ja leider nicht so stark ist, wie ich finde. Also hier im Wohnzimmer brauche ich schon 3 Würfel. Normalerweise reichen mir immer 2 Würfel. Aber von dem brauche ich schon 3 Würfel. Ja, aber ich finde den einfach so schön, ne? Ach, dieses Vanillige mit diesem Fruchtigen. Ich weiß gar nicht, war das jetzt Aprikose oder Pfirsich oder beides? Das vergesse ich irgendwie. Ne? Da sind wir wieder beim Thema, das vergesse ich irgendwie immer, ja. Auf jeden Fall liebe, liebe, liebe ich Dumbo. Wirklich ein ganz, ganz toller Duft. Zu Recht durfte er wieder zurückkommen. Genau, dann habe ich hier noch den Sun Ripened Berry. Der ist aber mittlerweile auch wieder raus aus dem Club, weil, ja, also der ist zwar schön, aber ich brauche jetzt auch nicht unbedingt so 100 Millionen Bars davon. Deswegen, ich habe jetzt 3, glaube ich, mit dem zusammen. Ja, und das reicht dann auch, ne? Also das ist wirklich so ein, war der Duft des Monats Januar, glaube ich. Also voll unpassend, ne? So voll der fruchtige Duft mitten im Winter. Aber ich fand ihn sehr schön, deswegen, ja, durfte er nochmal im Club verweilen. Aber wie gesagt, jetzt ist er raus. Dann der Banana Berry. Der ist aber mittlerweile auch wieder raus aus dem Club. Und habe ich so ein bisschen bereut. Weil im Eifer des Gefechts habe ich sie dann ja, wie gesagt, alle so rausgekickt. Aber bei dem war ich dann im Nachhinein so, hätte es eigentlich auch nochmal behalten können, ne? So 1, 2 Runden, aber ja, jetzt ist er weg. Aber ich habe noch, ich glaube, 2 Bars hier und das ist jetzt der dritte. Also ja, ein bisschen komme ich noch damit hin. Ja, es ist einfach ein richtig schöner, bananiger Beerenduft. Also ja, gefällt mir sehr gut. Ich liebe ja auch Bananendüfte neben Kirschdüften. deswegen ist mein Lieblingsgetränk wahrscheinlich auch Kiba. Also Kiba ist wirklich mein Lieblings,
Saft, sage ich mal, ne? Also jetzt Getränk nicht unbedingt, aber ja, keine Ahnung. Also ich trinke eigentlich alles Mögliche gern. Also ich trinke gern Cola, oh mein Gott, ja. Aber ich trinke meistens Cola Zero, ne, fürs Gewissen. Oder es gibt ja auch diese Cola Zero mit Vanillegeschmack, die mag ich auch sehr gerne. Da gibt es zu Hause immer Streit, weil mein Mann hasst das. Er hasst diesen Vanillegeschmack. Ich mag das ganz gerne. Und ja, ansonsten trinke ich eigentlich, ich trinke gern Eistee. Also wenn wir jetzt mal bei diesen schlechten Sachen bleiben, ne, die gezuckerten Sachen. Ich trinke gern Eistee, da auch Kirsch-Eistee, den gibt es bei Aldi, der ist richtig lecker. Den trinke ich richtig gerne und sonst, ja, so an Säften trinke ich gerne Kiwa. Oder so der milde Multivitaminsaft von HSC. So voll unnötiges Wissen jetzt, ne? Aber ja, genau. Aber Kiwa trinke ich auch sehr, sehr gerne. Habe ich früher als Jugendliche immer sehr, sehr viel getrunken. Ja, keine Ahnung, ich mag halt Banane und Kirsche gerne. Nicht nur zum Riechen, sondern auch zum Essen, ja. Oder in dem Fall zum Trinken. Genau, naja, jedenfalls habe ich von der lieben Eva noch den Angel Experiment 624 bekommen. Den habe ich ihr abgekauft, weil sie den im Club hat und ich davon kein Bad zu Hause habe. Und deswegen irgendwie sind wir da ins Gespräch gekommen und dann meinte sie, ja, ich habe den im Club. Und ich so, oh mein Gott, kannst du mir einen verkaufen? Und sie so, ja, klar, mache ich. Ja, und der ist ja jetzt auch wiedergekommen, ne, diesen Monat, im Juli. Ich glaube, im Juli kam er wieder, ne. Da habe ich ihn mir auch direkt dann in den Club gelegt, weil ich finde den, der ist so auch wieder so süß-bärig. Ja, keine Ahnung, ich finde den einfach toll, zuckrig. Ein ganz toller Duft. Schön, dass er wieder da ist, ne? Schön, dass du da bist. Das war, also bis auf den Angel, war das jetzt mein Club, der dreimonatige. Wie gesagt, ein paar sind auch schon wieder raus. Und der ist wieder drin, also den habe ich mir jetzt reingelegt. Und ja, von den Bring Back My Bars, da gucken wir jetzt mal, welchen ich da behalten habe. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Also wir werden es ja jetzt eh durchgehen, dann sehen wir es ja. Also wie gesagt, es sind auch Bars vom Winter dabei. Von dem Winter Bring Back My Bars und halt jetzt vom aktuellen Sommer Bring Back My Bar. Dingsbums. Ne, ihr versteht. Genau, ich versuche das mal so ein bisschen zumindest zu sortieren. Wobei ich mir auch gar nicht mehr so sicher bin, welcher davon jetzt aus dem Winter war, wobei so grob weiß ich es, glaube ich, noch. Na, aber wir gucken mal, ne? Also ich habe hier einmal, der war aber auch noch aus dem Winter, oder? Der Unicorn Kisses. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt im Club behalten hatte. Gute Frage, müsste ich mal nachgucken. Ja, das ist für mich irgendwie so ein Zuckerwatte, Bubblegum, Sugar. Auch leicht beerig, ja, irgendwie so in die Richtung geht er für mich. Ich finde ihn jetzt auch nicht so super extrem zuckrig, wie viele immer sagen, oh, der ist so süß. Ich mag das halt, ne? Deswegen keine Ahnung, ob der jetzt zu süß ist oder so, aber ich mag ihn halt gerne. Ich glaube, ich habe ihn auch im Club gelassen, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Es kann sein, dass ich ihn im Wahn auch rausgekickt habe, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Dann habe ich den Berry Bubble Blue. Und da habe ich schon gehört, dass der nicht so intensiv sein soll. Ja. Also ich hatte jetzt auch noch keinen von denen in der Lampe. Ich habe jetzt extra hier in meine Kiste gepackt und gewartet, dass ich dieses Video drehe, damit ich sie danach auch düfteln kann. So voll die Logik, ne? Aber ja. Also den finde ich kalt eigentlich auch total schön. Der ist auch so zuckrig, süß. Aber auch anders süß. Nicht so wie der Unicorn Kiss. Ist eher so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Eher so ein bisschen, nicht so erdrückend süß. Eher so frisch, zitrisch süß irgendwie. Keine Ahnung. Ja, bin ich mal gespannt, wie ich ihn finden werde. Wie gesagt, ich hatte sie noch nicht warm. Dann habe ich mir den Perfectly Pomegranate geholt. Weil ich Granatapfelduft eigentlich auch ganz schön finde. Ich mag dieses Säuerliche eigentlich ganz gerne. Und ich mag Granatäpfel auch sehr gerne essen. Die sind ja auch super gesund, ne? Falls ihr das doch nicht wusstet. Also da, die stecken ja voller Antioxidanten. Ich weiß aber nicht, heißt das Antioxidanten oder Antioxidantien? Keine Ahnung, ich sage jetzt mal Antioxidanten. Also Granatäpfel stecken voller Antioxidanten. Deswegen sind sie so gesund, ne?
Und meine Oma hat auch, jetzt wieder so also ein bisschen vom Thema abkommen, meine Oma hat in ihrem Garten einen Granatapfelbaum und früher dachte ich immer, jetzt so voll unnützes Wissen wieder, ne? Also früher dachte ich immer, das sind Zwiebeln, die an ihrem Baum wachsen. Also keine Ahnung, da war ich noch ein Kind, ne? Habe ich mal meine Mama gefragt, warum wächst bei Oma am Baum eine Zwiebel? Dann meinte meine Mutter irgendwann so, hä, wovon redest du, ne? Ich dachte irgendwie immer, das sind Zwiebeln, ne? Und dann irgendwann habe ich verstanden, dass das Granatäpfel sind. Ich weiß auch nicht, warum ich da an Zwiebeln gedacht habe, aber Kindheit, ne? Was ein Kind halt so denkt. Ja, also, ja, jetzt weiß ich, es sind Granatäpfel. Und ich weiß halt noch, dass die immer so richtig saftig, süß, also, so saftig, süß, aber gleichzeitig auch säuerlich geschmeckt haben und, ach ja, also Erinnerung an die Kindheit irgendwie, ne? Deswegen, vielleicht mag ich deswegen Granatäpfel auch so gern. Ja, und den Duft finde ich jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Also, ich glaube, der kommt nicht so gut an. Aber ich hatte ihn jetzt auch noch nicht warm. Deswegen, vielleicht entwickelt er warm auch irgendwie was ich nicht mögen werde. Aber so kalt gefällt er mir eigentlich ganz gut. Wohingegen der hier mir leider gar nicht gefällt. Also, da schüttelt es mich schon beim Namen. Der Rhabarber Berry Jam. Also, ich bin ja überhaupt kein Freund von Rhabarber, ne? Also, oh! Ich mag auch keine Rhabarber essen, ich mag auch keinen Rhabarberkuchen oder irgendwas anderes mit Rhabarber, so irgendwie, keine Ahnung, Marmelade oder was weiß ich. Also Rhabarber ist bei mir echt so, ich mag das nicht. Keine Ahnung warum, aber als wir das Haus hier gekauft haben, hatte die Vorbesitzerin, das war eine alte Frau, hat in ihrem Garten ganz viel Rhabarber so gepflanzt. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, was soll ich mit dem ganzen Rhabarber machen, ne? Weil ich esse sowas nicht, ne? Und mein Mann sowieso nicht, der ist da ja sowieso mal so ein bisschen picky. Und ja, keine Ahnung, deswegen, wir hatten da so viel Rhabarber. Und dann, ich glaube, das hatte meine Mutter dann irgendwann alles mitgenommen. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht hat, aber ich war es los und ich war glücklich, weil Rhabarber und ich sind keine Freunde. Ja, und genauso der Duft. Also ich dachte so, dieses Marmeladige reißt das vielleicht noch ein bisschen raus, ne? Dass das so süßlich ist, aber leider nein, leider gar nicht. Also der gefällt mir gar nicht. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich mit ihm machen soll. Vielleicht verkaufe ich ihn mal oder so. Ich weiß es nicht. Ja, dann habe ich den Coastal Strawberry. Der ist für mich auch so ein bisschen nichtssagend irgendwie. Ich weiß nicht genau. Also ich finde ihn schön. Aber es ist jetzt kein Duft, wo ich schreie, hurra, ne, hurra, danke, dass du da bist oder so, ne, also keine Ahnung. Nee, also ich mag ihn, er ist schön, aber es ist jetzt kein Nachkaufkandidat, ne, also versteht ihr, das ist jetzt so, ja, du bist, es ist schön, dass du jetzt da bist, ne, aber ich brauche dich nicht nochmal. So, ne, ihr versteht, genau. Dann habe ich hier den Candy Dandy. Und ich glaube, den fand ich ganz schön. Ja, der hat so ein bisschen der hat wieder so ein bisschen was Säuerliches, finde ich. So saure, keine Ahnung, saure Haribus-Dingsbums halt, ne? Also so in die Richtung geht das für mich. Also den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ja, mal gucken, wie er warm sein wird, Candy Dandy. Genau, dann habe ich hier einen, den mag ich leider nicht so gerne. Das habe ich mir eigentlich schon gedacht, weil ich auf diese Duftkategorie generell nicht so stehe. Aber weil die Neugierde natürlich wieder zu groß war, genauso wie bei dem Rhabarberduft, habe ich ihn mir natürlich trotzdem bestellt. Und ja, was soll ich sagen, ne? Also, der Hendrix. Ich habe das übrigens auch gar nicht gecheckt, ne? Aber ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendjemand meinte dann, ja, wegen Jimi Hendrix. Und dann habe ich das auch erst gecheckt. Da ist ja auch eine Gitarre drauf und so, ne? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Seht ihr das? Da sind so Gitarren drauf. Und dann habe ich das erst gecheckt und dachte so, ach so, deswegen Hendrix, also wegen Jimi Hendrix, ja. Keine Ahnung, ne, also, ja, da ist die Leitung bei mir immer ein bisschen länger. Ja, nee, Nee, nee. Also ich mag maskuline Düfte ja generell nicht so gerne. Und ja, der gehört ja leider dazu, also. Ah, das riecht für mich wie so ein ganz unangenehm parfümierter Mann mittleren Alters. Wenn ich das so sagen darf. Also,
Ah, keine Ahnung. Ah, nee. 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 Der riecht auch so kräuterig irgendwie, glaube ich, ne? Da ist irgendwie auch was drin, so was Kräuteriges. Nee. Gefällt mir leider gar nicht. Dann habe ich hier den Amethyst. Da war auch die Hoffnung groß, ne? Ich hatte high hopes, dass der mir richtig, richtig gut gefallen wird. Und das tut er auch. Aber ich habe jetzt auch schon gehört, dass der super schwach sein soll. Also an sich finde ich den echt schön. Der hat so was Beruhigendes, irgendwie so Lavendel, Kamille. Ja, so ganz angenehm. So leicht parfümig auch, finde ich. Ja, irgendwie hat der was, ne? Aber wenn der halt so schwach ist. Das finde ich halt bei Sensi immer so blöd, ne? Dass das nie so konstant ist. Also, keine Ahnung, ob das nicht machbar ist oder keine Ahnung. Aber ich denke mir so, zum Beispiel Goose Creek kriegt das ja auch hin, ne? Dass die Düfte immer gleich gut intensiv sind. Aber irgendwie, bei Sensi ist das immer so ein Glücksspiel und so, sorry, ich hatte was im Auge. Bei Sensi ist das irgendwie immer so ein Glücksspiel. Das finde ich dann immer so traurig, weil gerade die Düfte, die du dann so gerne magst, meistens, sind dann halt immer die, die so schwach sind. Und das finde ich immer so mega traurig. Also, ne, zum Beispiel der Dumbo, der, ob ich da noch, ja, zum Beispiel der Candy Dandy oder wie sie nicht alle hießen jetzt, ne? Also, die sollen halt alle so schwach sein. Und das finde ich dann immer so blöd, ne? Also, auch der Whipped Vanilla Lavender zum Beispiel, der war ja auch so schwach. Oh, dann denke ich mir so, ey, 8,50 € dafür, dass das gar nicht riecht oder so wenig nur riecht. Das ist dann immer so nicht so schön, ne? Nicht so schön. Fancy, warum kriegt ihr das nicht hin? Dass die Düfte alle gleich intensiv sind. Ich finde das echt blöd. Naja, wie dem auch sei. Genug aufgeregt. Ich habe jetzt den Toasted Coconut Amaretto. Und ich meine, doch, der war jetzt auch aus dem Sommer, oder? Das war auch im Sommer. Bring back my bar. Oder? Doch, ich glaube schon. Ja, der gefällt mir auch richtig gut. Also ich glaube, diese alkoholischen Düfte gefallen mir irgendwie. Wobei diese, nee, nicht alle. Also ich mag zum Beispiel diese Rotweindüfte überhaupt nicht. Wenn das irgendwie so eine Rotweinnote hat, oh, das mag ich nicht so gern. Aber ich glaube, so das harte Zeug, so, ne? So Bourbon, Amaretto. Ja, wobei, Amaretto ist jetzt auch nicht so hart, oder? Ja, das mag ich dann irgendwie doch wieder. Also, keine Ahnung. Oh, ich finde den richtig gut. Der gefällt mir das. Der hat so eine Süße. Und dann hat er so was Alkoholisches. Und dann diese Kokosnuss. Und dann dieses Mandelige, ne? So Mandelmarzipan, Amaretto, Gebäckige irgendwie. Ja, das gefällt mir. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ja, der Turm wird hier immer höher. Na, Moment, ich stelle das mal. Runter, ne? Damit das hier nicht so voll wirkt. Ja, irgendwie mag ich das. Ich weiß auch nicht. Manchmal hat man ja so Phasen oder so Geschmacksveränderungen, ne? Dann mag man so Sachen irgendwie doch, wo man dachte, man mag das gar nicht. Ne? Kennt ihr das? Naja. Genau, dann habe ich hier jetzt noch, ah ja, den Red Ginger Flower. Der war für mich irgendwie so eine kleine Überraschung, weil ich den irgendwie ganz gut finde. Also der gefällt mir echt gut und ich weiß gar nicht warum. Weil so Ingwer, ach so Ingwer-Tee oder so, boah, also Ingwer-Shots, so boah, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber irgendwie hier dieses, also der ist jetzt auch nicht scharf, sondern eher so säuerlich. Schon fast, als wäre da irgendwie, ich weiß gar nicht, ist da Mango drin vielleicht? Ich weiß es nicht, aber der hat irgendwie sowas. Fruchtig-säuerliches, aber gleichzeitig ein bisschen was Florales. Und dann die Ingwernote, so wie beim Sushi. Also wenn ihr zum Beispiel Sushi kauft, dann ist da doch auch immer so kandierter Ingwer noch mit drin, so, ne? So ein bisschen. Und so in so eine Richtung geht das. Also so kandierter Ingwer und nicht unbedingt jetzt so der frische, scharfe Ingwer. Ja, in so eine Richtung geht das. Und ich weiß auch nicht, irgendwie mag ich den. Den Red Ginger Flower. Genau, dann habe ich. Ah ja, oh, natürlich, na, natürlich. Mein kleiner Schatz, der ist auch noch im Club. Natürlich. Der Bananas. Ja, das ist einfach ein Duft, den muss man. Also als Bananenliebhaber muss man den haben. Ja, einfach diese cremige, milchige Banane.
So schön reif, aber nicht überreif, ne? Dass das schon so gärt oder so. Sondern richtig so an ihrem höchsten Reifepunkt sozusagen, bevor es halt kippt, so, ne? Ja, so irgendwie riecht das dann noch was Cremiges dabei. So, oh, ja. Richtig, richtig toll. Ja, dann habe ich hier noch den Cozy Cashmere. Bei dem bin ich mir immer noch nicht so sicher, was ich von ihm halten soll. Weil, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, ich rieche da irgendwie den Fluffy Fleece raus. So, und der Fluffy Fleece war halt für mich so voll der Flop-Duft, ne? Wegen diesem Heliotrop, was da drin war. Und irgendwie, oh, ich mochte das überhaupt nicht. Und ich weiß nicht warum, aber dieser Cozy Cashmere erinnert mich einfach so stark an Fluffy Fleece. Ich weiß nicht warum. Also, keine Ahnung. Und irgendwie, weil ich diese Assoziation mit diesem Duft habe, werde ich mit dem irgendwie nicht warm. Ich muss den echt unbedingt mal warm testen, um da eine Entscheidung zu fällen, weil im Moment kann ich da absolut nicht sagen, ob ich den mag oder nicht. Ja, und dann natürlich der Pistachio Ice Cream. Den finde ich auch sehr schön. Ja, den finde ich schön. Ich finde, der riecht ziemlich ähnlich zu dem von Bath and Body Works. Moment. Ich habe ihn mal eben aus dem Schrank gefischt. Also ich habe nur den kleinen, den einen Dochter. Ja, ich finde irgendwie, die riechen ziemlich ähnlich. Moment, wir machen mal den Test. Ich finde, die riechen sogar sehr ähnlich. Ich würde sagen, der von Sensi ist noch ein ganz Ticken pistazienlastiger. Ich finde, der von Bath & Body Works ist noch ein bisschen cremiger. Vielleicht auch ein bisschen vanilliger. So Vanilleeis mit Pistazie. Und der ist nicht ganz so vanillelastig, finde ich. Also, ja. Und jetzt ist der Postbote gekommen. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Mein Bär-Paket ist gekommen. Ich warte jetzt noch auf das Paket von Soul Fragrances und dann wollte ich da ein kleines Video zu drehen. Also ich meine, wenn ihr das jetzt seht. Nee, das hier wird zuerst online kommen. Genau, aber naja, wie dem auch sei. Pistachio Ice Cream. Also ich finde den von Bath & Body Works ein bisschen cremiger, vanilliger. Was aber nicht heißt, dass ich den nicht schön finde. Also ich finde den ganz im Gegenteil sehr schön. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob und wie er mir gefallen wird, genau. So, und dann sind das jetzt, glaube ich, alles nur noch Düfte vom Winter. Bring back my bar. Dingsbums. Genau, ihr wisst, was ich meine. Da hatte ich den Crazy Coconut mir mal geholt. Wie gesagt, weil ich den Club ja auch übersprungen habe, sind die jetzt erst gekommen, ne? Ja, ich glaube, war das der? Ich glaube schon, der hat so viele Fans, oder? Ich glaube, der hat viele Fans. Ich weiß noch nicht so genau, wie er mir gefällt, weil die Kokosnuss ist so, ja, wie sage ich das am besten so? Also, das ist keine cremige, milchige Kokosnuss, sondern wirklich eher so frisch. Ja, frisch, genau. Das ist das richtige Wort. Ist eher so eine frische Kokosnuss, ein bisschen parfümig auch. Ja, muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe ihn aber auch aus dem Club geschmissen. Also ja, selbst wenn er mir jetzt gefallen sollte, habe ich eigentlich Pech gehabt, weil er ist nicht mehr im Club. Ja, dann hatte ich den Almond Cream bestellt oder Almond Creme. So wie es geschrieben ist, müsste man es eigentlich französisch aussprechen. Und ja, der erinnert mich so ein bisschen an diesen Coconut Amaretto Duft. Nur, dass der hier nicht ganz so, ja, alkoholisch ist. Der ist auch ein bisschen dezenter, finde ich, nicht so intensiv. Hat aber auch diese Marzipan-Mandelnote. Aber im direkten Vergleich muss ich sagen, gefällt mir der andere irgendwie besser. Der Almond, was habe ich jetzt gesagt? Toasted. Wie hieß denn jetzt? Toasted Coconut Amaretto, genau. Der gefällt mir im direkten Vergleich ein bisschen besser.
Dann hatte ich mir geholt den Chocolate Coconut Cream. Der erinnert mich so ein bisschen an so Kinder Bueno oder so. Oder so Hanuta. Nee, es ist, glaube ich, eher Hanuta. So Hanuta Knoppers, irgendwie so, finde ich, riecht das. Ja, also den finde ich ganz schön. Aber das ist ein Duft, da muss man, glaube ich, Bock drauf haben. Also bei Schokolade bin ich auch immer schnell so, dass ich da zu viel von kriege. Also ich liebe Schokolade zu essen. Aber ich mag es irgendwie nicht so gern so lange riechen. Ich weiß auch nicht warum, aber da kriege ich, glaube ich, schnell zu viel. Dann lieber fruchtig, so fruchtig süß. Das mag ich sehr gerne, aber so schokoladig oder eher so, so dieses Schwere irgendwie, das mag ich irgendwie nicht so gern. Keine Ahnung, frag mich nicht warum. Es ist einfach so. Genau, Crazy Coconut hatten wir schon. Dann habe ich hier noch den Berry of Paradise. Ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil ich habe Jessies aufgebraucht gesehen. Und sie hat ja schon längst platt gemacht, ne? Und ich bekomme die jetzt gerade erst rein, so voll zeitversetzt irgendwie. Aber ja, ist halt so. Ja, den finde ich irgendwie auch nicht so pralle. Also, ja, der ist zwar süß und angenehm, aber irgendwie hat der so eine Note drin. Ich weiß auch nicht, was das ist. Da ist irgendeine Note drin, die gefällt mir nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ja, gucken wir mal. Also, ja, ist jetzt auch nicht so der Knüller. Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Duft, der Aussie Plum. Und ich mag Pflaumendüfte ja sehr gerne, aber ich glaube, der hier ist, meinte Jessie, auch so ein bisschen holziger. Ist ein holziger, nicht so süßer Pflaumenduft. Ja, also ich persönlich mag lieber die zuckrig, süßen, schrotzigen Pflaumendüfte. Aber der ist jetzt auch nicht schlecht. Also, den könnte ich mir ganz gut eigentlich oben im Flur vorstellen. Weil er auch nicht so, finde ich, nicht so aufdringlich ist. Sondern eher so ein bisschen erwachsen. Erwachsener Duft irgendwie. Erwachsener Pflaumenduft. Genau, liegt aber auch nicht mehr im Club. Also von denen, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, also diese Winter Bring Back My Bars, da liegt gar keiner mehr im Club. Also die habe ich alle rausgeschmissen, weil die mich alle nicht zu 100% überzeugt haben. Also es war jetzt keiner dabei, wo ich dachte, oh mein Gott, ohne diesen Duft kannst du nicht mehr leben, so, ne, übertrieben gesagt. Aber ja, die haben mich alle nicht so gecatcht. Ja, und jetzt ist die Frage von den neuen Bring Back My Bars. Wie gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, welchen ich da noch im Club habe. Also ich weiß, den Bananas habe ich auf jeden Fall noch im Club. Aber bei den anderen bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Gute Frage, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, den Amethyst habe ich noch drin. Den Pistachio Ice Cream habe ich auch noch drin. Ich glaube, den Rest habe ich rausgeschmissen, ne? Oh mein Gott! Ich hoffe, es war kein Fehler, aber... Ja, man konnte ja jetzt, letzte Woche war das, glaube ich, auch wieder die neuen Bring Back My Bars wählen. Ich hoffe ja, bitte, bitte, lieber Gott, dass der Woolly Slippers zurückkommt, weil das soll ja so ein richtig toller Lavendel-Vanille-Marshmallow-Duft sein. Ja, den muss ich auf jeden Fall haben. Aber so im Großen und Ganzen fand ich, waren die Bring Back My Bars jetzt auch nicht so pralle, ne? Also... Da waren viele dabei, wo ich dachte, nochmal so ein Duft. Also ich habe das Gefühl, teilweise wiederholen die sich auch immer wieder so, ne? Also der 100. Clementinenduft, der 100. Bärenduft, der 100. Pina Colada Duft, irgendwie, also das wiederholt sich irgendwie alles. Ich meine, klar, irgendwann ist das auch ausgeschöpft, so, ne? Du kannst halt nicht das Rad neu erfinden, so nach dem Motto, ne? Also irgendwann muss ich das natürlich irgendwie wiederholen, aber... Also wir hatten ja zum Beispiel gerade erst so viele Clementinen-Düfte, jetzt schon wieder Clementine zu wählen oder, ja, keine Ahnung. Also, dann holt doch lieber echt so den Sweet Plum Pastry zurück oder den, keine Ahnung, diese Butterfly-Kollektion, die es mal gab oder, keine Ahnung, es gibt ja so viele alte Sensi-Düfte, warum holen die denn nicht einfach zurück? Also, ja, manchmal verstehe ich das auch nicht so ganz, was die da machen, aber, naja, whatever. Meine Waschmaschine piept, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich höre es. Ich muss jetzt Wäsche aufhängen, das gute Wetter ausnutzen, ne? Ein bisschen Strom sparen.
nicht so oft den Trockner benutzen, ne? Ja, wisst ihr Bescheid, wir haben auch eine Nachzahlung bekommen jetzt. Aber ich glaube, das hat jeder bekommen, oder? Ich weiß es nicht, aber wir haben auf jeden Fall eine bekommen. Deswegen dachte ich mir, benutze ich den Trockner nicht mehr ganz so oft. Benutze einfach, dass es heute 26 Grad sind und hänge jetzt die Wäsche auf. Die sollte eigentlich bis heute Abend trocken sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Genau. Ist aber auch nur die Arbeitswäsche von meinem Mann, von daher. Ist auch nicht so schlimm, wenn sie nass bleibt oder so ein bisschen klamm, weil, ach, Männer sind da ja nicht so, ne? Naja, wie dem auch sei. Also danke, dass ihr eingeschaltet habt, ne? Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen entertainen, ne? Das dient hier ja alles nur dem Entertainment, das wisst ihr, ne? Das ist ja hier nichts, wo die Welt von untergeht, wenn wir es nicht besprechen oder, ne? Also ihr wisst, Duftliebe ist ja wirklich einfach nur ein teures, aber schönes Hobby, wo wir uns gerne austauschen können und uns auch gerne drüber unterhalten können. Ja, genau. Das Wort zum Sonntag, wobei ich lade es ja immer samstags hoch. Das Wort zum Samstag. Genau. Ja, danke fürs Einschalten. Wie gesagt, wir können uns gerne noch ein bisschen austauschen. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt, ne, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, und dann würde ich sagen, packe ich jetzt mein Bea-Paket aus. Und ja, freue mich darüber. Und ja, genau. Also habt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.